Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir in der Gewinnerregion, dem Magazin für Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das sind unsere Themen. Entschieden, Rottweil stimmt für die Hängebrücke. Entschlossen, Tuttlinger Erfolgsmodell Donaudoc wirbt um Ärzte. Und Entdecken, die Messe Jobs for Future präsentiert Möglichkeiten. Im Januar 2016 wurde das Projekt erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine rekordverdächtige Hängebrücke, die in Rottweil den Testturm mit der historischen Innenstadt verbinden soll. Ein Investor übernimmt die Kosten. Der Oberbürgermeister und ein Großteil des Gemeinderates stehen hinter dem Plan. Aber nicht alle Bürgerinnen und Bürger. Es wird diskutiert und argumentiert. Eine Bürgerinitiative gegen die Brücke entsteht. Schließlich kommt es im März 2017 zum Bürgerentscheid mit recht eindeutigem Ergebnis. Die Rottweiler haben entschieden. Bürgerinnen und Bürger von Rottweil, Sie sehen einen erleichterten OB. Und wenn Sie genau hinsehen, sehen Sie auch einen erleichterten Herrn Eberhardt. Der Bürgerentscheid, meine Damen und Herren, ist gewonnen. Die Brücke kann gebaut werden. Mehr braucht man eigentlich nicht zu sagen. Jubelstimmung bei den Brückenbefürwortern. Mit über 70% stimmen die Rottweilerinnen und Rottweiler für das Projekt, das im Vorfeld für Diskussionsstoff gesorgt hatte. 950 Meter vom Testturm durch das Neckartal zur Stadt. Bis zu 200.000 Touristen jährlich soll die weitere Attraktion in die älteste Stadt Baden-Württembergs bringen. Eine Investition in die Zukunft. Aber nicht alle teilen den Optimismus. Im September 2016 gründen Werner Fischer und Winfried Hecht die Initiative Rottweil ohne Hängebrücke. Weiterentwicklung in der Stadt, ja, aber nicht so. Gut, weil wir meinen, Rottweil braucht eine Entwicklung. Es muss vorangehen, aber die Hängebrücke, das ist kein Projekt, was sie entwickelt. Die Hängebrücke wird hingestellt und dann laufen die Leute rüber. Das ist ein Eventprojekt, ein Luxusprojekt. Dann laufen die Leute 5 Jahre rüber und dann verliert sich's. Dann wird irgendwo anders ein Eventprojekt gemacht und dann rennen die Leute dorthin. Das heißt, ich vermute, nach 5 oder 7 Jahren wird die Sache hier relativ tot sein. Ein erfolgreiches Bürgerbegehren führt zum Bürgerentscheid und in der Stadt zu Diskussionen. Infoveranstaltungen und Versammlungen finden statt. Die Meinungsbildung nimmt Fahrt auf. Anfangs war ich dagegen, aber je näher das gekommen ist und dann die Leserbriefe, die ich da immer verfolgt habe, da habe ich meine Meinung geändert. Auch meine Töchter waren der Meinung, dass es also eine Aufwertung für die Stadt Rottweil sein wird. Vor allen Dingen für die Zukunft, für die Schüler und für Touristen und ja, auch unser Eins, wenn wir jetzt schon im Alter sind. Ist schon was Neues und was Tolles. Man muss die Zukunft mit der Vergangenheit verbinden. Das ist ja der Sinn der Brücke. Nicht nur, dass sie Brücken schlägt. Und die wird jetzt die Brücke schlagen, wenn sie kommt, zwischen der Moderne, sprich dem Thyssenturm und der historischen Altstadt. Am 19. März wird abgestimmt. Berechtigt sind auch Jugendliche ab 16 Jahren. Speziell für die jungen Rottweiler gibt es eine besondere Infoveranstaltung. Das ist zum einen also das Thema an sich Hängebrücke. Das geht ja auch ein Stück um die Zukunft Rottweils. Wie soll Rottweil sich entwickeln? Wie soll das Stadtbild aussehen? Das ist ein Zukunftsthema. Und da sind wir einfach der Meinung, dass das junge Leute interessieren sollte. Und mit Virtual Reality und in Gesprächen und Gruppen wird das Thema aufgearbeitet. Die Jugendlichen setzen sich intensiv mit dem Brückenprojekt auseinander. Ja, ich bin, glaube ich, so relativ dafür. Ich weiß es noch nicht so genau. Also bisher eher ein Nein, aber ich bin mir noch nicht so sicher. Das Interesse ist groß. Fast 50% der Berechtigten beträgt schließlich die Beteiligung. 72% für, 28% gegen die Brücke. Erleichterung bei Stadt und Investor. Das Projekt kann angegangen werden. Also bauen, das dauert noch ein Weilchen. Baubeginn wird nicht morgen sein. Wir brauchen ja zunächst noch ein Bebauungsplanverfahren, um überhaupt Planungsrecht und Baurecht zu schaffen. Da gehen wir davon aus, das wird im optimalen Fall ein Dreivierteljahr noch dauern. Der Brückenbau zwischen Befürwortern und Gegnern des Projekts kann jetzt schon beginnen. Die ersten Touristen sollen dann im Herbst 2018 zwischen Testturm und historischer Kernstadt unterwegs sein.
Egal ob eine berufliche Veränderung, eine Weiterbildung oder gar der Einstieg in das Berufsleben. Die moderne Arbeitswelt ist vielfältig und vielschichtig, das Angebot und die Möglichkeiten enorm, gerade in der Region. Davon konnten sich die Messebesucher auf der Jobs for Future in Villingen-Schwenningen ein Bild machen. Über 18.000 Besucher an 3 Messetagen. Jede Menge Informationen für Menschen, die auf der Suche nach dem passenden Beruf, nach einer Stelle, Ausbildung oder Weiterbildung sind. 287 Aussteller aus unterschiedlichsten Branchen hielten auf der Jobs for Future ihre Angebote bereit. Das Angebot richtet sich dem Grunde nach an alle, die sich in ihrem Leben beruflich orientieren möchten, das heißt auch unterschiedlichste Altersklassen. Es ist sowohl für junge Menschen, die gerade im Berufsorientierungsprozess sind und sich überlegen, wohin soll mein Weg weitergehen, aber genauso für Menschen, die sagen, ich bin bereits eine Fachkraft, ich suche einen neuen Arbeitgeber, ich möchte mich verändern, oder die sagen, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und eine Weiterbildung anfangen. Das heißt, die Altersklasse beginnt mit Sicherheit ab 13, 14 und geht bis Open End. Auch die Wirtschaftsförderung Schwarzwaldbar Heuberg war mit einem umfassenden Angebot vertreten. Bei uns am Stand geht es um berufliche Perspektiven für Fachkräfte in unserer Region. Wir haben unsere Jobbörse dabei, www.gewinnerjob.de, mit tagesaktuell 413 offenen Stellenangeboten von Unternehmen aus unserer Region. Die Aktionen der Aussteller wurden gerne genutzt und gut angenommen. Ein ganz neues Konzept der Berufsorientierung und ausreichend Gelegenheit, mit den Firmen ins Gespräch zu kommen. Haben Sie schon einmal etwas von Slow Baking gehört? Nein? Dann bleiben Sie dran. Wir stellen Ihnen gleich das Unternehmen des Monats vor, die Bäckerei Büchle in Speichingen. Und die widmet sich unter anderem dieser besonderen Form des Backens. Lange musstest du warten. Doch jetzt ist es endlich soweit. Der Europapark startet in die Sommersaison. Wir greifen nach den Sternen. Flying higher. Feel the beat. Freu dich auf den besten Freizeitpark der Welt und erlebe die beste Zeit deines Lebens im Europapark. Zeit gemeinsam erleben. Tuttlingen ist eine moderne Stadt. Wenn man baut, darf man auch zeigen, dass man eine moderne Stadt ist. Wir haben eine durchaus respektable Gastronomie, eine Winothek und ein Feinschmecker-Restaurant und natürlich das Irish Pub. Wenn man fast wie ein Chirurg in die Stadt hineinschneidet und den Menschen helfen darf, das ist Glück. Ich liebe diese Stadt. Wir entwickeln die Stadt seit 75 Jahren. Unser aktuelles Projekt: Hier entstehen 16 Eigentumswohnungen. Modern, hell und freundlich. Mit Fußbodenheizung und Parkett. Tuttlinger Wohnbau. In Zukunft zu Hause. Seit 30 Jahren führend auf unserem Gebiet. Wir planen und fertigen nach Ihren Wünschen. Perfekte Qualität für eine perfekte Operation. Weber Instrumente. Ihr Ansprechpartner für hochwertige chirurgische Werkzeuge und Silikonformteile für den medizinischen Gebrauch. Wertvoll, reichhaltig, einzigartig. Das sind unsere Chiasamen. Die Wunderkörner bereichern Ihre tägliche Ernährung. Sie sind reich an Ballaststoffen sowie pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren. Chiasamen sind schon von Natur aus vegan und glutenfrei. Unsere ganze Vielfalt an Chia-Produkten finden Sie in Ihrem Reformhaus oder direkt unter satchia.de. Für Inspirationen sorgt unser neues Kochbuch mit ausgewählten Rezepten, gekocht und gebacken von Helmut Feuerlein, dem Fernsehkoch von Regio TV. Ausprobieren lohnt sich. Mit Satchia. Bier nach dem Reinheitsgebot. Fast eine Selbstverständlichkeit in Deutschland. Aber Backen nach einem selbst auferlegten Reinheitsgebot, das ist sicher nichts Alltägliches. Bei unserem Unternehmen des Monats, der Bäckerei Büchle in Speichingen, gehört das aber zur Unternehmensphilosophie. Thomas Büchle ist Bäcker aus Leidenschaft.
Viele handgemachte Spezialitäten mit regionalen Zutaten entstehen Tag für Tag frisch in seiner Backstube in Speichingen. Chemisch-synthetische Emulgatoren, künstliche Farb- und Aromastoffe sind hier tabu. Slow Baking ist das Schlagwort. Wir sind Slow Baker, das heißt, unsere Teige haben alle eine lange Teigruhe. Grundsätzlich, egal welches Produkt eigentlich, geht immer von heute über morgen auf morgen. Wir sind ein richtiger Gärhandwerker, sage ich jetzt mal. Und das ist die eine Nische. Und die andere Nische ist, dass wir, ich würde fast sagen, zu 98% absolut natürliche, unbehandelte Rohstoffe verwenden. Also wenn da steht Vanille, dann ist es zu 100% Vanille und nicht noch irgendwas Naturidentisches. Und bei der Zitrone ist es so, wir haben keine modifizierten Stärken, keine gehärteten Fetten, das lassen wir alles weg. Besonders beliebt und nach einer besonderen Rezeptur hergestellt ist das Wurzelbrot. 36 Stunden Reifezeit braucht der Teig, bis er weiterverarbeitet und gebacken wird. Aber auch zahlreiche andere Brotsorten, süßes Gebäck und andere Leckereien sind bei der Bäckerei Büchle im Verkauf zu finden. Ganz nach den Prinzipien des Slow Baking und der Besinnung darauf, was das Bäckerhandwerk, das für Geschmack, Bekömmlichkeit und Vertrauen steht, ausmacht. Die Kommunen in Baden-Württemberg rechnen mit einem größer werdenden Hausärztemangel in ihren Orten. Etwa jeder zweite Bürgermeister von 1.100 Befragten im Südwesten gehe davon aus, dass sich die Lage in den kommenden 5 Jahren verschlechtern wird. So lautet das Ergebnis einer Studie vom letzten Sommer. Es besteht Handlungsbedarf. In Stadt und Landkreis Tuttlingen hat man das schon vor 5 Jahren erkannt und die Initiative DonauDoc ins Leben gerufen. Messen wir mal den Blutdruck zuerst. So. Okay, gut, danke. Tagesgeschäft in der Praxis von Allgemeinmediziner Wolfgang Heinemann in Tuttlingen. Vor einem halben Jahr hat er sich hier niedergelassen und die Praxis übernommen. Gegen den Trend. Die Situation in Stadt und Landkreis stellt sich nicht ganz einfach dar. Ärztliche Situation in Tuttlingen, würde ich sagen, gut wäre geschmeichelt. Ja. Viele Patienten bekommen es noch nicht mit. Sie sind noch gut versorgt, aber es gibt viele Kollegen, von denen ich weiß, dass sie langsam Richtung Rente kommen vom Alter her. Und es gibt einige, die sind eigentlich auch schon drüber. Ja. Von denen weiß ich auch, dass sie schon Nachfolger suchen, aber sie finden keinen. Eine Situation, die auch Heike Renner nur allzu vertraut ist und an der sie etwas ändern wollte. Vor 5 Jahren ruft sie deswegen gemeinsam mit 4 weiteren Kolleginnen und Kollegen DonauDoc ins Leben. Eine Initiative, die nicht nur jungen Medizinern den Schritt zur Niederlassung und zum Verbleib oder zur Rückkehr in die Region erleichtern soll. Im Prinzip 2 Ansätze. Das eine ist, wir müssen die Leute für den Landkreis Tuttlingen begeistern. Wie kann man das? Was kann Tuttlingen bieten als Landkreis? Das ist jetzt nicht per se wie Freiburg oder Konstanz die Stadt, wo jeder leben will. Und das Zweite ist, wie kann man jungen Ärzten und auch vor allen Dingen Ärztinnen die Angst vor der Niederlassung nehmen? Weiterbildung, die Förderung von Studenten und interessierten Schülern aus der Region. Eine Idee, die man bei Stadt und Landkreis gerne aufgreift. Schließlich ist man sich bewusst, dass Handlungsbedarf herrscht. Da haben wir uns zusammengeschlossen, die DonauDocs. Dieser Name wurde von diesen 5 Ärztinnen und Ärzten kreiert und promotet. Mit eigener Homepage, mit einem eigenen Aktionsprogramm. Und wir haben dann gesagt, lasst uns definieren, was wir zusammen machen können. Und so sind dann auch die DonauDoc-Tage entstanden. Dann gab es ein Förderprogramm von der Stadt. Ein ganzes Maßnahmenpaket wird aufgelegt. Eine extra Stelle wird eingerichtet. Kooperationspartner aus heimischer Wirtschaft werden ins Boot geholt. Auch bei Heike Renner hat das Programm schon Früchte getragen. Mit Carina Munoz gelingt es, eine junge Medizinerin für die Gemeinschaftspraxis im Landkreis zu gewinnen. Auch Wolfgang Heinemann wird seine Entscheidung, sich niederzulassen, erleichtert. Ich hatte hier mit der Praxis natürlich sehr viel Glück. Ja. Die Praxisübernahme ging wie am Schnürchen. Da war die Stadt Tuttlingen allerdings auch mit beteiligt. Das war nicht ganz unschuldig dran. Und ich hatte wahnsinnig Glück mit meinem Personal. Das muss man ganz klar sagen. Das war ein Glücksgriff. Die Damen, die arbeiten toll. Ja. Das muss nicht immer so sein, das kann auch ganz anders sein. Ja, aber natürlich hat das meine Entscheidungsfindung schon beeinflusst, dass hier dieses Programm läuft, ganz klar. Erfolgskonzept DonauDoc. Mittlerweile von vielen anderen Regionen in ganz Deutschland kopiert. Und vor allem
Ein wichtiger Schritt für die nächste Generation Patientinnen und Patienten in Stadt und Landkreis Tuttlingen. Die nächste Veranstaltung bei DonauDoc ist übrigens ein Workshop am 29. April in Tuttlingen, bei dem Medizinstudenten unter Chefarztaufsicht das chirurgische Nähen üben. Das war unsere aktuelle Ausgabe von Wir in der Gewinnerregion. Wenn Sie möchten, finden Sie diese und weitere Folgen auf unserem YouTube-Kanal. Einfach Wir in der Gewinnerregion eingeben und die gewünschte Folge auswählen. Bis zum nächsten Mal.